Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer Folge, einer neuen Folge, die zweite Folge. Die letzte Folge ist schon etwas länger her und ich merke schon, ich laber schon durcheinander. Retro Panda geht seinen Pile of Shame an. Ja, ihr habt abgestimmt, ihr habt für den Pile of Shame gestimmt, was mich etwas überrascht hat, ehrlich gesagt. Aber in meinem letzten sonntäglichen Video hat man ja gesehen, ich habe auf der Switch einiges nachzuholen. Deswegen habe ich mir drei Spiele rausgesucht. Einmal This is the Police, einmal The Messenger und einmal Trials Fusion. Habe ich jetzt endlich ausgepackt. Beides. Alle drei habe ich so ungefähr mal eine Viertelstunde, 20 Minuten mal angespielt, damit ich so ein bisschen was zeigen kann, dass ich jetzt nicht irgendwie so komplett blind reingehe. Und ich habe mir die Mischung ein bisschen ausgewählt, so ein bisschen was aus jedem Genre, dass wir eine gute Abwechslung haben. Und wir fangen in Trials Fusion an. Das ist ein Motorradrennspiel, Freunde. Und ich habe schon gemerkt, es geht gut ab auf jeden Fall. So, ich habe das hier mit der Verkabelung hier, ist das etwas auf Spannung gemacht, deswegen bitte nicht wundern. Trials Fusion spielt ja ein Motorrad in einer 2D-Strecke und ihr müsst halt mit Gas und hin und her lehnen so ein Hindernisparcours überwinden. Ich zeige euch das gerade, ich habe gerade die erste Strecke einigermaßen erfolgreich hinter mich gebracht, aber ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. So, ihr gebt Gas, Grafik sieht ganz okay aus und dann müsst ihr euch halt so hin und her lehnen, ne? So wie bei X-Hide-Bike damals. Müsst ihr denn damit die Strecken hier fahren? Also nach links und rechts fährt er natürlich automatisch. Ich versuche es natürlich jetzt immer so nicht unbedingt zu kippen. Oh, Unfall. Es gibt aber immer Rücksetzpunkte. Ne? B. Ziel ist es natürlich, möglichst elegant und möglichst gut immer durchzukommen. Ja. Ich werde übrigens jedes Spiel so ungefähr 10 Minuten anspielen, bis sich das Ganze jetzt nicht so in die Länge zieht und ihr auch einen Eindruck bekommt. Vielleicht ist das Spiel ja was für euch. Das Spiel habe ich, wie erwähnt, in einer Mediamarkt 3:1 oder sowas Aktion mir geholt. Mal gucken, wie ich da jetzt am besten hochkomme. Ja. Und rüber. So. Am Punkt 4 sind wir schon. Gucken wir mal. Punkt 5. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Wie ihr seht, die Strecken sind natürlich so etwas fantasiereich angeordnet. Ja, und bam! Man muss natürlich sich dann immer nach vorne hinlehnen. Wie gesagt, bei dem Spiel fällt mir erst so X-Hide-Bike ein, weil da muss man sich ja auch so ein bisschen nach vorne und hinten lehnen, um dann halt nicht zu crashen. Und hier müsst halt die Balance halten. Das ist im Prinzip das Ganze. Man muss wahrscheinlich einfach ein Gefühl für das Motorrad bekommen. Und die Strecken werden natürlich immer schwerer. Und natürlich Gold und so weiter. Ne? Das ist natürlich hier das Übliche. Ihr müsst halt, könnt natürlich dann tolle neue Sachen freischalten. Und es ist mit den Ubisoft-Servern verbunden und so weiter. Brauche ich nicht. Das Spiel ist auch schon ein bisschen älter. Ich finde die Grafik eigentlich ganz in Ordnung. Sponsoren und so weiter. Das ist das übliche Fortschritt, bla. Aber ich spiele jetzt einfach jetzt mal noch eine Strecke. Okay. Warum muss man jetzt hier auf dieser Karte jetzt das getrennt die nächsten Rennen anwählen? Okay, gerade sind es halt ein paar. Throttle Control. Okay, da kann ich mir einen Rucksack anscheinend freischalten. Kosmetische Items gehen immer, würde ich sagen. Genau, Retro Panda, ihr könnt euch natürlich auch so ein bisschen euer Aussehen. Ne? Ich habe das jetzt nicht großartig, bin ich da jetzt reingegangen, ehrlich gesagt. Oh, Tutorial, okay. Ich bin immer noch im Tutorial. Ich dachte eigentlich, da wäre ich jetzt durch. Okay. Ach, da sieht man so ein bisschen, wie sich das, die Physik, die dahinter ist, wie sich das auf die einzelnen Stoßdämpfer anscheinend auswirkt. Okay. Interessant. komm! Hey, ich bin im Ziel. Zwar, ich glaube, nicht so wie gedacht, aber ich bin im Ziel, Freunde. Also, B sogar. Und eine Ausstattungskiste. Mensch, wenn so ein Spiel etwas braucht, sind es natürlich Lootboxen. Ganz klar. Fortsetzen, ne? Mal gucken, wie es weitergeht. Also es war natürlich jetzt ein super Finish, aber ein super Finish auf jeden Fall.
Ich finde das Spiel halt ja, durchaus interessant. Hat sowas Kniffliges, ne? Ein bisschen Frustrierendes. Man muss natürlich reinkommen, sich mit der Physik beschäftigen. Die ist natürlich relativ komplex. Naja, komm hier, hin und her lehnen, das kriegen wir alles hin. Ne? Und zack. So ein bisschen mit Gefühl, ne? So ein bisschen nach links und rechts. Bisschen mit Gefühl, sagt er, und verkackt grandios. Panda, das kann er. So, und mal gucken, ob ich das jetzt diesmal schaffe. Also, man muss sagen, es ist wirklich wesentlich, wesentlich schwerer, als es aussieht. Ohne Witz jetzt. So, weil so ein bisschen die Grundbalance zu halten, das ist echt nicht einfach. Okay, das mit dem Hin- und Herlehnen, das habe ich nicht so geil drauf, wie so smooth in das Ende zu fahren. Ja, ja. No. Ja. Vielleicht kürze ich das mit diesem Spiel auch etwas um, weil ich will euch jetzt nicht Ewigkeiten. Aha. Ich glaube, ein Geheimnis ist einfach hier nicht Dauergas zu geben. Bei solchen Spielen gebe ich immer nämlich gerne Dauergas. Und hier etwas mit den Hin- und Herlehnen irgendwie zu arbeiten. Zumindest scheint das gerade sehr erfolgreich zu sein. Weil ihr müsst ja nicht Dauergas geben, ne? Ihr müsst ja nicht so doof sein wie ich und Dauergas geben. Aber man kann cool Geräusche machen. Mit Motorrad Geräusche machen. Ich habe ja in echt leider keinen Motorradführerschein. Deswegen kann ich natürlich auch nicht sagen. Und. Also, Leute, bei dem Finish. Oh. Ich glaube, dass man irgendwie lustig überfahren wird, das gehört irgendwie dazu, oder? Ihr meint zwar nur D, aber lieber langsam und safe als gar nicht, würde ich sagen, Freunde. Okay, so. Ach, das ist so. Ach, jetzt gehen wir zum nächsten richtigen Rennen. Ach, das ist so wahrscheinlich. Ja, man sieht, man kann verschiedene Motorräder. Oh, gegen andere jetzt sogar. Okay. Das ist interessant. Die gucken alle so cool. Ich habe Angst. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen, Freunde. Ich würde sagen, wir machen noch das eine Rennen und dann ab zum nächsten Spiel. Ach so, das ist dann aber trotzdem alleine. Nur, dass man gegen diese typischen Geister fährt. Ja, ich würde sagen, ich halte mich gar nicht so schlecht. Ah! Sagte er und stürzte fast. Autsch. Oh komm! Du kannst doch so weiterfahren! Okay. Da war ich zu langsam. Man muss natürlich auch so ein bisschen die Strecken natürlich kennen, was, wo, was kommt, ne? Und. Oh, ich wollte gerade sagen, ganz so scheiße bin ich nicht, aber irgendwie schon. Also Grafik geht in Ordnung, ist halt ein älteres Spiel. Für sowas ist für die Switch natürlich super. Vorteil ist natürlich, da waren natürlich jetzt auch so Add-ons gibt's dazu noch und so weiter. Die waren natürlich jetzt auch dabei. Ja, ich glaube, ich gewinne das Rennen nicht. Ich habe da so ein ganz schlechtes Gefühl, Freunde. Aber das ist in Ordnung. Nämlich Super Motorradfahrer Panda. Aber ich würde sagen, da habe ich das Spiel auch angespielt. Macht Spaß, ist knifflig. Für einen geringen Preis. Wie bei so einer Aktion kann man sich auf jeden Fall mal schießen. Ist interessant. X-Side Bike auf Drogen quasi, würde ich sagen. Mit ohne Rennen und mit mehr Geschick. Ab zum nächsten Spiel. So, und schwubbidi-wupp. Schwubbidi-wupp, wichtiges Wort. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ihr seht The Messenger. Da habe ich jetzt ungefähr schon 20 Minuten ungefähr reingezockt. Wie ihr seht, ich bin so ein bisschen unter Zeitstress, deswegen hatte ich jetzt leider keine Zeit, mich mit den Spielen im Vorfeld ein paar Stunden oder sowas zu beschäftigen. Was mir aufgefallen ist, sehr, sehr langer Ladebildschirm irgendwie. Finde ich sehr komisch, macht sehr, sehr viel Spaß. Das erinnert so sehr, sehr stark an so NES-Zeiten und was ich da halt wirklich ausschlaggebend finde. Ich habe auch gerade hier in meinen Einstellungen gerade mal extra die Tonmusik hochgestellt. Ja, Story brauchen wir nicht. Wie ihr seht, ist es halt natürlich Pixel. Hat halt wie so ein richtig, richtig guter NES-Shinobi-Titel oder irgendwie sowas. Ich spiele Ninja, haben natürlich die üblichen Ninja-Fähigkeiten. Oh, ich sehe gerade, ich habe nur 10 Minuten reingespielt, aber
gefühlt war es länger. Irgendwie mit der Story ganze Zeit übersprungen und so weiter, keine Ahnung. Aber ihr werdet jetzt hören, die Musik. Und das Stil, es nimmt sich also so alles so ein bisschen selbstironisch und so bedient so ein bisschen diese Spieltropes und so weiter. Und ich bin mal kurz ruhig, bevor ich hier weiterlabe. Herrlich, oder? Grafikstil ist alles so, könnte ein NES-Spiel sein. Ihr spielt halt hier diesen Ninja. Habt halt so die grundlegenden Fähigkeiten, springen, schlagen. Als Sonderfähigkeit bekommt man relativ schnell diesen Wallclimb. Den hat man nicht am Anfang an, aber nach 5 Minuten bekommt man den. Ihr könnt nämlich im Shop euch, da gibt es so einen Shop, könnt ihr euch Upgrades kaufen. Dann habt ihr noch so einen Sprung. Mal gucken, ob ich den euch zeigen kann. So einen Doppelsprung könnt ihr an Laternen machen. Oh, diese Feuerviecher, die hasse ich schon. Genau, hier diese Laternen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr springt und dann schlagt, dann kriegt ihr einen Doppelsprung. Ne? Wie ihr seht, das könnt ihr normalerweise nicht. Also bisher, Schwierigkeit ist nicht einfach, aber ist nicht so frustrierend schwer. Aber ist natürlich doch das erste Level. Wie ihr seht, ganz einfach ist es jetzt nicht gestaltet. Mir gefällt es bisher. Wie gesagt, vor allen Dingen von der Musik her. Boah, diese Feuerspeine. Die machen immer so 2 Feuerbälle. Da muss man so ein bisschen nachgehen. Habt oben links einen Lebensbalken. Den könnt ihr auch erweitern. Also ich habe mir als erstes Upgrade, weil ich da bei solchen Spielen immer sehr skeptisch bin, habe ich erstmal ein Upgrade der Lebensenergie geholt. Wie gefällt euch eigentlich das Konzept? Das erste Video, das gefiel mir ehrlich gesagt nicht ganz. Ich war nicht so mit glücklich. Weil da bin ich ja auch sehr blind in die Spiele reingegangen. Ich möchte der erste Start. War natürlich etwas langweilig. Das habe ich jetzt versucht, so ein bisschen zu umgehen. Und ja, okay. Da soll ich vielleicht draufbleiben. Dass ich es halt so ein bisschen angespielt habe, dass ich euch zumindest so ein, zwei kleine Sachen zu dem Spiel sagen kann. Weil so komplett ratlos rein, ihr wollt ja auch das Spiel ein bisschen kennenlernen, ne? Ist zwar so quasi, ist natürlich der Anfang, den ich euch jetzt zeige, aber ich denke mal besser als nichts. Ja. Ah, okay. Dann muss ich wahrscheinlich dann auf die Plattform und dann von da aus dann hochspringen, nehme ich mal an. So, ha, genau. Ne, Speicherpunkte gibt es natürlich auch, macht er automatisch. Wenn ihr sterbt, habe ich auch schon einmal gehabt. Das ist dann ganz süß. Da werdet ihr zwar wiederbelebt, aber dann folgt euch so eine Art, so ein kleiner Dämon folgt euch. Und sammelt dann alles Geld ein, was ihr für eine bestimmte Strecke einsammelt. Finde ich eigentlich eine lustige Bestrafung. Gefühlt ist das so Pi mal Daumen bis zu dem Punkt, wo ihr gestorben seid. Aber wie ihr seht, das Gameplay ist absolut fluffig. Ich hätte ganz gerne, ehrlich gesagt, so einen Doppelsprung so standardmäßig. Aber gut, das ist halt nicht so. Da bin ich vielleicht so vor anderen Spielen auch so verwöhnt. Aber Steuerung läuft alles super, super flüssig. Also angespielt habe ich es im Handheld-Modus. Da war es ein bisschen fummelig. Aber ich spiele es hier mit dem Pro-Controller. Da geht's eigentlich. Das ist wesentlich fluffiger. Wie gesagt, Technik, wie ihr seht, ist ein NES nachempfunden. Wie als Nostalgiker stehen da natürlich drauf. Und ich finde die Musik einfach geil. Die passt einfach. Und wie ihr seht, es spielt sich einfach flüssig. Also von dem Spiel bin ich echt begeistert. Weil ich dachte eigentlich so, so das Spiel ist so schwer. Okay, das kommt wahrscheinlich noch. Okay, Speicherpunkt. Also ich mag's. Hat ein super Feeling einfach. Und das ist das Wichtige bei solchen Spielen. Was ist das? Okay, eine neue Kraft oder... Also Story ist natürlich vernachlässigbar, ne? Fiesling. Du gehörst also den... okay. Was war's für ein grünes Ding? Das ist das Ding, was du gerade zerschlagen hast, anstatt es einzusammeln. Also ist natürlich so ein bisschen selbstironisch, ein bisschen auf witzig gemacht, ne? Ist ein Siegel der Macht. Es gibt viele andere wie dieses, aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, was sie bewirken. Toll. Ich kann dir nur sagen, dass es optional ist. Achso, bla 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 bla, ne? Keine Ahnung, ob ich da ein Goodie für bekomme. Da unten komme ich nicht. Okay, also habe ich anscheinend einen versteckten... Also der Bereich war jetzt für mich jetzt nicht so großartig versteckt, ehrlich gesagt. Aber ich hatte einen versteckten... Genau. Ach, das wollte ich, um euch diesen lustigen Dämon
zu zeigen. Ne? Hier, der folgt euch jetzt. Und wenn ihr halt eigentlich diese Edelsteine einsammelt, dann kriegt er die quasi, ne? Das ist dann eure Strafe dafür, dass ihr gestorben seid. Also eigentlich ist es daher schwer, aber wenn ihr sterbt, dann ist es okay. Es ist halt nicht immer ein Game Over. Das ist so ein bisschen, es sieht zwar wie ein altes Spiel aus, aber so ein bisschen hat es natürlich auch moderne Spiele-Design, ne? Und das Wall-Climben, also ihr kennt es ja bei manchen Spielen, das ist einfach nur nervig und sperrig. Aber hier, das fluppt. Das fluppt auf jeden Fall, macht Spaß auf jeden Fall. So, mal gucken, wo es hier weitergeht. Wenn ihr seht, zack, 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 das macht echt Spaß. Also, ich war skeptisch. Ich habe mir das Spiel ja eigentlich nur physisch geholt, weil der Joe ist gerade über hatte. Übrigens, Retro Joe heißt jetzt Videospielplatz. Ich hoffe, ich denke dran, kurz zu verlinken. Er hat ja eine kurze Pause gemacht, ist jetzt aber wieder aktiv auf YouTube. Mich würde freuen, wenn ihr ihn noch nicht kennt, ihn einfach mal zu besuchen. Ich hoffe, ich verlinke ihn dran. Jetzt zeige ich euch hier mal den Shop. Sehr atmosphärisch gemacht natürlich. Mal gucken, ob wir was kaufen können. Upgrades. Na, so. Upgrades, wollen wir mal gucken. So, hier seht, wir sammeln ja diese Kristalle ein oder was es sein soll. Können damit dann halt Sachen machen. Ne? Zum Beispiel hier Fernangriff. Ja. Fernangriff oder... Oh! Also diese Wolkenschritte, das sind diese Double Jumps quasi. Dass sie quasi auf gegnerischen Geschossen Double Jump machen kann, das wäre natürlich nicht schlecht. Ah. Oh, ja, und machen hier mehr Fernkampf, ne? Das mal ein bisschen mal gucken. So. Ja, aber hier sehr liebevoll gestaltet. Ich bin sehr begeistert. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, dass ich hier nicht überspanne. Oh, das sieht wie im Bosskampf aus. Gucken wir mal. Ich würde sagen, den machen wir noch. Also, wenn ich ihn schaffen sollte. Okay. Zack, zack, zack. Okay. Ah, okay. Da muss ich den wahrscheinlich ausweichen. Dann ist er wahrscheinlich verwundbar, nehme ich mal an. Ja, sieht so aus. Okay, den muss ich ducken. Zack, 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 zack. Oh, okay, da muss ich wahrscheinlich ausweichen, weil da nach oben komme ich nicht. Mal gucken, wie viel Treffer ich noch brauche. Es sieht aber, also die Pattern sind logisch. Okay, jetzt haut er wieder das runter. So. Gucken, wo er runter geht. Ah, okay, direkt auf mich drauf. Aber das Prinzip ist bekannt. Ich würde sagen, einen Versuch mache ich noch. Ein Versuch geht noch. So, jetzt bin ich geheilt. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Und dann würde ich sagen, switchen wir auch schon zum nächsten Spiel. Haha, switch vor das Wortspiel. Haha. Haha. Achso, der springt auf mich drauf. Okay. Ist ja klar, weil sonst könnte ich jetzt einfach nur an ihn ran. Das wollen wir natürlich nicht. So, ich kann ihn aber zurückschlagen. So, was macht er wieder hier sein? Oh, Mist. War ich zu langsam? Geh weg. Zack. Ach, okay, da kann ich nicht hochspringen. Ja, ich dachte ich... Ah, weil der Felsen da so gezackt ist, geht das leider nicht. Na, komm, wo kommst du runter? So. So, geh weg. Ersten Boss geschafft. Ich bin also kein Komplettversager. Ich habe immerhin etwas geschafft. Immerhin. Immerhin, Freunde. Mal gucken, wie es weitergeht. Also ich bin von dem Spiel echt schwer angetan, würde ich sagen. Okay, ich soll vielleicht nur bis zum nächsten Speicherpunkt spielen. Oder bin ich jetzt schon im Level? Ah, okay. Das war das erste Level. Also es gibt Bosse. Schöner Plattformer. Steuerung ist punktgenau. Und das ist das Wichtige bei solchen Spielen. Also wirklich Punkt genau. Super Ding, erspeichert. Und wie ihr hört, ich mag die Musik. Ich mag die Musik wirklich. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ab zum nächsten Spiel. So, und kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar This is the Police.
Das war so ein 10-Euro-Schnapper auf einer Börse. Ich habe von dem Spiel so ungefähr mal gehört. Mir gefiel eigentlich der Grafikstil. Und ich fand den Ansatz ungewöhnlich, aber interessant. Und zwar spielt er einen Polizeichef. Ja, also ihr seid ein Polizeichef. Ihr seid, ist natürlich so ein bisschen Story getrieben. Ich habe auch ungefähr so eine halbe Stunde, glaube ich, ungefähr reingespielt. Wie seid, es ist der vierte Tag, wie ihr gerade gesehen habt. Es ist ein Tage unterteilt. Und ein bisschen Story natürlich drumherum. Es gibt korrupte Polizisten. Ihr kriegt auch schon mal unmoralische Angebote und so weiter. Das sehen wir wahrscheinlich gleich. Und im Prinzip habt ihr da so die Tagesnews und ihr müsst die Schicht vernünftig planen. Ihr seht, es gibt auch so kleine, schöne Szenen. Ich überspringe das mal, weil ich euch nicht spoilern will. Ist natürlich so ein bisschen fluff, so diese typischen Polizeigeschichten, sage ich mal. Ich finde den Grafikstil eigentlich ganz schön, schön runter reduziert, aber dadurch auch sehr clean und schön. Also, gefällt mir sehr. So, genau, dann haben wir jetzt erstmal zum Beispiel unsere Schicht, da teilen wir Polizisten ein, ne? So die wir hinschicken können. Und dann gibt es natürlich auch hier Leute schon mal, die am Tag von wegen hier in meinem Haus sind ein paar Rohre beschädigt. Ich muss auf den Klempner warten. Kann ich mir frei nehmen? Kann ich sagen, ja, gut, kommen Sie aber morgen. Oder nein. Ja, ich bin mal ein guter Chef, ne? Soll er morgen bekommen. So, das ist die Schicht B. Den wechselt sich mal mit Schicht A ab. Und grundsätzlich seht ihr hier diese Polizisten hier. Und sind die Detectives, die habe ich jetzt noch nicht eingesetzt. Erstmal die Polizisten. Die haben im Prinzip verschiedene Werte. Ihr seht natürlich den Namen in der Karteikarte oben, dann seht ihr diesen Stern plus einen Zahlenwert. Das heißt, wie kompetent die Leute sind. 150 ist ein guter Standardwert. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, 15, der kann nichts mehr. Pro guten Einsatz bekommen sie Punkte dazu. Wenn ihr einen schlechten Einsatz gehabt habt, dann können sie welche verlieren. Ich habe es bisher immer so gemacht, ich weiß ja, ob es die große Strategie ist, zeige ich euch gleich, dass ich mal einen guten und einen schlechten Polizist zusammen irgendwo hingeschickt habe, beziehungsweise so abgewegt habe. Oh. Genau. X beginnt, aber zeige ich euch gleich. Und zwar lädt er dann, ach genau, das finde ich so super, man kann sich die Musik für den Tag auswählen und so richtig hier mit Schallplatten. Ich schätze mal, da kann man sich das entsprechend auch dann freischalten. Ich nehme es einfach mal die, keine Ahnung, welche das ist. Ist natürlich immer so leicht jazzig, ne? So wie diese typischen Polizeifilme, finde ich eigentlich ganz passend. Finde ich, ist mal was anderes, ne? Auf jeden Fall. Und ja, hier seht ihr die Stadt, unten seht ihr dann eure Dings. Oben rechts seht ihr gerade, habt ihr den Anrufe und hier diese mit den Detectives ist anscheinend neu. Wenn jemand ein schweres Verbrechen begeht und vom Tatort geht, erfahren die Detectives. Okay, alles klar. Jetzt haben wir hier zum Beispiel erstmal Zerstörung von Privateigentum. Ein Straßen kriegt dann so eine kurze Beschreibung. Ne? Ein Straßenkehrer der Stadt hat gesehen, wie ein älterer Mann mit einer langen Eisenstange zu mehreren teuren Autos, bla bla bla. Okay. Ist jetzt, wir haben gerade gesehen, Mord ist auch reingegangen, ist jetzt nicht so ein schlimmer. Deswegen würde ich hier sagen, dass wir die zu Sabi und Austin hinschicken. Weil Mord, der jetzt da gerade ist wichtiger, weil die natürlich jetzt zu dem Einsatzort fahren und dazu eine Zeit lang blockiert sind. Das ist jetzt verhältnismäßig nicht so die Sache. Ihr seht, man kann später wahrscheinlich auch viel mehr Polizisten irgendwo hinschicken und so weiter. Fortfahren. So, die fahren jetzt dahin. Ich gehe jetzt hin. Ein Mord. Okay. Sie ermitteln am Tatort, befragen Zeugen und sammeln alle als wichtig erscheinende Informationen. Einer ihrer Detectives wird der leitende Ermittler des Falls sein. Okay, Mord ist was anderes. Wie ihr seht von der Farbe her, das ist Dealer. Okay, ich würde sagen, ja gut, dann nehmen wir hier den Maul, den Detective. Fortfahren. Ach, ist das nur der Detective hin? Okay. Ihr seht hier von wegen, oben rechts gibt es Nachrichten. Okay, alle schwarzen Polizisten entlassen. Eine rassistische Gang macht in letzter Zeit Ärger an der Stadt. Oh, okay. Nö, wir wollen jetzt die Schwarzen nicht feuern. Dann sollen sie halt Stress machen. Ganz ehrlich, das machen wir nicht. Wir warten jetzt im Prinzip jetzt darauf, wie ihr seht, in der Stadt, ein Autodiebstahl in der Vorstadt. Sicherheitskamera einer Tankstelle hat ein Auto aufgenommen, das auf der Liste gestohlener Fahrzeuge steht. Okay. Ja, zur Untersuchung. Ich würde sagen, die Purdy. Und, ach komm, der Preis. Obwohl, das sind vier Plätze. Das macht mich gerade skeptisch, ob das nicht aufwendiger ist. Geht die Asano noch dabei, weil ich wenigstens noch zwei in der Hinterhand haben.
dass wir da eventuell noch Puffer haben. So. Wir fahren dahin. Jetzt gucken wir mal. Okay, Nachrichtenmord. Ermittlung hat begonnen. Hat Zeugen befragt, Beweise haben abgesammelt. Okay. Was soll er mal machen? Da kann man Schnappschüsseln machen. Das ist ungefähr der ungefähre Ablauf. Okay. So. Ach genau, das ist schön vom Privateigentum Bericht. Da sieht dann quasi. Ach komm. Täter gefasst, Beamte unversehrt, sie kriegen einen Bonus. Freunde, was wollt ihr mehr in diesen Zeiten, ne? So, die kommen jetzt natürlich jetzt wieder zurück und sind gleich wieder verfügbar. Ihr seht, die Uhrzeit geht so durch, ne? Es scheint relativ wenig Fälle in dieser Stadt zu geben, aber so läuft halt ein Tag ab. So, eine verdächtige Person. Corey Ramsey, mehrfache Mutter, hat ihre Sorge über einen verdächtigen Mann mit Brille ausgedrückt, der auf einer Bank neben einem Spielplatz sitzt. Oh. Ein potenzieller Pedo, okay. Wir haben Enoch, Knochi und Steel. Schicken wir beide hin. Die könnt ihr natürlich dazwischen auch noch befördern, zwischen den Tagen. Ihr könnt neue Leute einstellen und so weiter. Der Fahrer ist nicht zu sehen. Oh, okay. Dieser Autodiebstahl, ihr erinnert euch. Wollen wir das Auto durchsuchen, würde ich sagen. Ah! Und Täter gefasst. Oh! Scheiße! Das war die falsche Entscheidung, weil da können ja natürlich dann auch Entscheidungen immer festlegen und Beamte getötet und Zivilisten getötet. Falsche Entscheidung? Aber da sieht man natürlich auch, wie schwer es ist, in solchen Situationen Entscheidungen zu treffen. Ne? Okay, ich bin jetzt kein Polizist, ich habe mit dem Bereich nichts zu tun. Okay, verdächtige Person. Ah, Täter gefasst, Beamte unversehrt. Okay, immerhin haben wir den Pedo gefasst. Hier seht ihr, das ist jetzt ein grüner Auftrag. So. Das ist so quasi so Bestechlichkeitsaufgaben. Dass wir einen Polizisten jetzt da als irgendwie Bodyguard oder sowas einsetzen. Machen wir jetzt mal nicht. Habe ich einmal gemacht, weil ich dachte, das wäre ein normaler Auftrag. Wir wollen ja nicht korrupt sein, ne? Wir sind ja ehrenvolle Polizisten. Und welche sind tot? Okay, was sagt denn der Mord? Ihr Detective präsentieren Schnappschüsse. Okay, drei neue. Ja, machen wir mal die Ermittlungen, würde ich sagen. Also die Ermittlungen hatte ich so noch nicht. Ich hatte bisher nur die einfachen Fälle. Hälfte der Fälle falsch. Gute Ermittler, bla bla bla. Ablauf. Wurf. Werde ich jetzt gerade nicht klug draus, muss ich improvisieren. Okay, gewaltsame Auseinandersetzung. Zwei Tänzerinnen, Trinkgeld zu steigen, Kampf auf der Bühne. Okay, das scheint. Und nehmen wir hier den Purdy. Und die beiden, das scheint jetzt ja nicht so heftig zu sein. Noch eine gewaltsame. Mensch, was ist denn los? Dann nehmen wir hier Knochi und Austin. Mehr haben wir eh nicht da. Ja, jetzt warten wir mal. Dass diese zwei gestorben sind, ne? Und Zivilisten. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. So, jetzt geht der Tag zu Ende. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich einen Tagesbericht. Okay. Hier wieder, ne? Okay. Bühne. Wir machen diesmal nichts falsch, Freunde. Wir machen diesmal nichts falsch. Bühne, zwei Stripper. Die gehen aufeinander los. Okay. Musik aus, Licht anmachen, Waffe ziehen. Ja, Waffe ziehen, eskalieren. Nee. Musik aus, Licht anmachen, damit sie ein bisschen rauskommen. Kämpfen weiter. Okay. Ja, hier. Einmal Wasser reicht hoffentlich. Und? Täter gefasst, Beamte unversehrt. Richtige Entscheidung, sage ich euch. Ja. Mal gucken, was der andere Auftrag gemacht hat. Oder... Genau, mal gucken, was die bringt. Haben die es gemacht, Täter gefasst, Beamte unversehrt. Okay. Wir haben einmal richtig in die Grütze gegriffen, Tag beenden. Und so sehen halt die Tage aus. Ihr müsst schnell Entscheidungen machen, ihr müsst planen, ihr verliert anscheinend leider. Ja. Aber das ist das Spiel und so geht es halt weiter. Und das finde ich schon interessant. Und zusammengehalten wird das alles so mit gewissen, ne, ihr seht, ne, Thomas Blaine, Polizist im Ruhestand, schießt auf Schwangere, Solche News beeinflussen natürlich euch so indirekt etwas. Aber ich finde, Spiel sieht schön aus, ist mal ein interessanter anderer Einsatz. Wenn ihr es auch zu einem günstigen Preis kriegt,
ist mal ein Blick wert. Ihr habt jetzt gesehen, was ihr so ungefähr machen müsst, wie das Gameplay ist. Und ja, dann sind wir schon durch, würde ich sagen. Freue mich, dass ihr reingeschaut habt, auf jeden Fall. Und ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt. Und wenn ihr noch so eine Folge haben wollt, ab in die Kommentare rein. Ich habe Spaß an dem Format, auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss.